Vielen Dank für die freundliche Einführung. Max Planck hat natürlich auch Physik studiert, weil ihm die Volkswirtschaftslehre zu schwierig erschien. Im Unterschied zu Bertrand Russell, der in die Mathematik ging, weil ihm die Volkswirtschaftslehre zu leicht erschien. Das waren nicht nur Rechnungen, das ist schwere Mathematik und die Antwort habe ich immer noch nicht. Wenn ich mit meiner Frau über die Fragestellung rede, sagt sie, ist doch völlig klar, warum muss sie dir da überhaupt Gedanken drüber machen? Geld hat einen Wert, wenn man meint, man kann damit was kaufen. Und wenn ich dann sage, ja, aber woher weiß man das? So ins Detail möchte sie dann wieder nicht gehen. Aber da ich das Problem immer noch nicht gelöst habe, werde ich im Folgenden über Bargeld reden. Auch weil wir natürlich bei dieser Veranstaltung sind. Vor einem Jahr war ich beim Wissenschaftlichen Beirat beim Wirtschaftsministerium maßgeblich oder federführend mit dabei, ein Gutachten zur Diskussion über Bargeld und die Nullzinspolitik der Zentralbank zu schreiben. Ich habe natürlich überlegt, ob ich darüber jetzt hier referieren sollte. Ich bin froh, dass ich was anderes entschieden habe, denn es wäre zu einem guten Teil eine Wiederholung von Dingen, die wir heute früh schon gehört haben. Vielleicht drei Bemerkungen. Das erste, die Frage, warum überlässt man die Prozesse nicht sich selbst, sondern verlangten Staatseingriff, setzt eigentlich voraus, dass man ein Marktversagen identifiziert. Und selbst wenn man berücksichtigt, dass es bei Zahlungssystemen erhebliche Netzwerkeffekte gibt, es fällt schwer, ein Marktversagen auszumachen, das größer wäre als meinetwegen das Marktversagen in der Telekommunikation aufgrund von Netzwerkeffekten. Zweite Bemerkung. Der zweite Teil des Gutachtens nimmt sehr kritisch zur Geldpolitik der EZB Stellung. Bei Nullzinsen ist das Konzept des, einem Zinssatz von Null ist das Konzept des Fundamentalwerts. Das heißt, die eigentliche Grundlage der Portfolioanalyse nicht mehr wohl definiert. Fundamentalwerte können beliebig groß werden und wir haben eigentlich in den Märkten eine negative Blase. Nicht eine positive Blase, denn wenn ich wirklich Gegenwartswerte zukünftiger Erträge nehme, sind die in vielen Fällen um vieles größer als das, was wir haben, zumindest wenn man mal unterstellt, die Zinsen würden da bleiben, wo sie sind. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, sondern ich will einen kleinen Punkt aus unserem Beiratsgutachten herausgreifen, über den heute noch nicht gesprochen wurde. Bargeld ist die Grundlage des Geldsystems. Und zwar in einem viel fundamentaleren Sinn, als gemeint ist, wenn man sagt, es ist das Zahlungsmittel. Das hat zwei Punkte. Erstens, Bargeld ist der Inhalt von Geldforderungen. Wenn ich eine Sichteinlage bei meiner Bank habe, ist das schuldrechtlich eine Forderung, dass die Bank mir eine bestimmte Anzahl von kleinen grau-gelben Metallstückchen auf mein Verlangen hin übergeben muss. Normalerweise läuft das anders mit Überweisungen und so weiter, aber wenn ich die Frage stelle, was steckt schuldrechtlich drin, es ist letztlich die Verpflichtung des Schuldners, eine bestimmte Anzahl von Bargeldeinheiten zu liefern. Und was wäre eigentlich der Inhalt der Forderungen, wenn es kein Bargeld mehr gäbe? Was würde das für das Schuldrecht bedeuten? Und für das auf dem privatrechtlichen, auf dem Schuldrecht aufbauende Wirtschaftssystem? Was für eine Forderung habe ich gegenüber meiner Bank? Ja, ich kann zu einer anderen Bank gehen. Kann ich von allen Banken weggehen? Wenn ich keine Forderung mehr habe, weil es das Objekt der Forderung nicht mehr gibt,
bin ich eindeutig in einer schwächeren Position. Nun ist heute früh darüber gesprochen worden, man könnte digitales Geld einführen und einige Vorschläge in der Richtung Abschaffung des Bargelds sehen das ja auch vor. Dann haben natürlich alle Leute Konten bei der Zentralbank, aber was ist da eigentlich die Forderung, der Inhalt der Forderung? Und wie abhängig ist man dann von der Zentralbank? Die Thematik, die heute früh im Raum stand, Big Brother und die Ansammlung von Informationen, wird dann nur noch radikaler. Ein zweiter Punkt. Zahlungen in Bargeld sind endgültig. Wenn in Bar gezahlt worden ist, ist Schluss. Ist die Transaktion abgeschlossen. Und das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass das Bargeld akzeptiert wird. Wenn ich digitales Zentralbankgeld habe, übrigens, das würde meines Erachtens rechtlich auch die Frage aufwerfen, das zur Diskussion bei Herrn Mersch, inwiefern die Zentralbank eigentlich berechtigt ist, jedermann als Kunden zu nehmen. Aber das ist eine andere Sache. Wenn ich ein Konto bei der Zentralbank habe und will jetzt mit Einheiten auf diesem Konto, nennen wir sie elektronische Blips, zahlen, hänge ich nicht nur davon ab, dass der Verkäufer, dem ich etwas bezahlen möchte, das akzeptiert, sondern ich hänge auch davon ab, dass die Zentralbank das Ganze richtig durchführt. Also ich bin in der einzelnen Transaktion plötzlich von einem Dritten abhängig. Wie wird das, was in diesen Konten passiert, verifiziert? Wie wird es kontrolliert? Wie ergeht es jemandem, der emigrieren will und vieles mitnehmen will? Also Herr Zurbrick hat heute früh nichts darüber gesprochen, dass der 1000-Franken-Schein ein Exportartikel ist. Der wird natürlich von vielen Leuten in vielen Ländern gehalten, weil wenn man mit einem Paket von 1000-Franken-Scheinen emigriert, weil die politischen Verhältnisse sich ändern, man doch etwas hat, was man mitnehmen kann. Elektronische Blips im Zentralbankkonto kann man nicht mitnehmen. Der Aspekt Bargeld ist keine Forderung. Ich glaube, Sie, Herr Thiele, waren es, die gesagt haben, Bargeld gehört nicht der Zentralbank, sondern es gehört den Leuten und ist Teil ihres Eigentums. Hat ein Korrelat. Aus Sicht des Emittenten ist es keine Schuld. Früher war das anders. Früher war es die Schuld, die Verpflichtung, schuldrechtliche Verpflichtung, dass auf Anforderung in Gold oder ein anderes Edelmetall einzulösen. Das ist im Laufe der Zeit ersetzt worden durch die Verpflichtung zur Stützung des Wechselkurses. Aber inzwischen gibt es gar keine Verpflichtung mehr. Ein Mandat für Preisstabilität. Herr Di Fabio hat von der Staatsgarantie der Werthaltigkeit gesprochen. Das ist eine schöne Formulierung, aber ich glaube da nicht dran. Denn im Unterschied zu einer schuldrechtlichen Forderung kann ich sie nicht durchsetzen. In der Begrifflichkeit der Diskussion über das Geldwesen wird oft so getan, als wäre alles, was ich mit den vier Buchstaben, wo ich die vier Buchstaben GELD einfüge, dasselbe. Und das halte ich für ein Problem. Man muss sehr genau sich angucken, worüber reden wir eigentlich? Bargeld, Giralgeld, ist das dasselbe? Sind das Substitute? Für den Kunden normalerweise ja. In Griechenland 2015 nein. Wir haben es heute früh gehört. Für die Geschäftsbank
Sicher nicht. Wenn der Kunde vom einen auf das andere wechselt, ist das für die Geschäftsbank ein Problem. Giralgeld ist eine Schuld, Bargeld ist keine Schuld. Und mit diesem Aspekt der Schuld möchte ich mich im Folgenden noch etwas detaillierter befassen. Denn er ist zentral für viele der Diskussionen, die wir sowohl über die Geldpolitik als auch über die Bankenregulierung haben. In der Bilanz der Zentralbank erscheint die Notenausgabe als eine Verbindlichkeit. Aber die Notenausgabe verpflichtet die Zentralbank zu nichts. Dass das als Verbindlichkeit erscheint, ist eine Konvention. Wenn ich Fair Value Accounting, das Zeitwertprinzip, anwende und sage, als Verbindlichkeit müsste da stehen, der Zeitwert der in Zukunft aufgrund dieser Emission anfallenden Verpflichtungen, würde da eine Null stehen. Denn die Bargeldausgabe verpflichtet die Zentralbank zu nichts. Die Abweichung vom Fair-Value-Prinzip ist politökonomisch sinnvoll. Denn wenn wir uns vorstellen, das würde alles als Eigenkapital ausgewiesen, das würde die Politiker sehr begierig machen. Dadurch, dass das nicht als Eigenkapital ausgewiesen ist, verschleiert man, dass die Geldschöpfung, gerade die Bargeldschöpfung, Vermögenswerte schafft für die Zentralbank. Übrigens, die Bankeinlagen bei der Zentralbank sind ja auch Forderungen auf Bargeld. Und da ist die perfekte Substituierbarkeit natürlich zumindest aus unserer Sicht gegeben. Die Vermögenseffekte der Geldschöpfung gehen einher mit Kosten, zumindest in normalen Zeiten, mit Kosten bei den normalen Bürgern, den Besitzern von Nominalwerten, denn die Geldschöpfung hat im Normalfall zur Folge, dass der Realwert der einzelnen Geldeinheit sinkt. Diese Kosten sind externe Kosten, das heißt, eine Marktlösung für das Angebot an Papiergeld wäre im Zweifel nicht wirklich funktionsfähig und sicher nicht effizient. Das ist mit ein Grund, warum wir ein Notenbankmonopol haben. Allerdings gibt es dabei das Risiko, dass das Marktversagen durch ein Staatsversagen ersetzt wird, weil der Staat die Notenpresse als Mittel zur Deckung des Budgetbedarfs sehr schön findet. Wir haben das in Deutschland zweimal erlebt. Auf graduierliche Weise haben es die südeuropäischen Länder, auch die angelsächsischen Länder in den 70er Jahren erlebt. Ich muss da weiter nichts zu sagen. Die Unabhängigkeit der Zentralbank dient hier als Heilmittel. Sie ist inzwischen nicht nur ein alliiertes Octroi, sondern wird gestützt durch die Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund halte ich es für sehr problematisch, dass in den juristischen Auseinandersetzungen mit der Europäischen Zentralbank das Thema Demokratieproblem der Unabhängigkeit der Zentralbank im Hinblick auf die Budgetwirkungen von dem, was das die Zentralbank tut, diskutiert wird. Das Bundesverfassungsgericht hat an mehreren Stellen davon gesprochen, Unabhängigkeit, das sei ja ganz nützlich, sonst würden die Politiker hingehen und mit der Notenpresse Wahlgeschenke finanzieren. Das ist zwar schön und gut, aber dem Bundesverfassungsgericht schien es mehr darum zu gehen, Verfälschungen des demokratischen Wahlvorgangs zu vermeiden, als das eigentliche Problem, um das es geht, anzugehen. Das eigentliche Problem ist doch das, dass wir bei einer Budgetorientierung der Geldpolitik ein Zeitinkonsistenzproblem haben, das das Vertrauen in die Währung, das Vertrauen in den Staat gefährdet.
Heute gebe ich Geld aus, freue mich über die Erlöse und sage, ich werde für die nächsten 20 Jahre kein Geld mehr ausgeben, das wird stabil sein. Morgen habe ich es ausgegeben und denke, ach, ich kann die Notenpresse nochmal anlaufen lassen. Dieses Zeitinkonsistenzproblem, dass die Zusage, die ich geben muss, nicht eingeklagt werden kann, nicht durchgesetzt werden kann und ich versucht bin, sie zu brechen, ist der eigentliche Grund für die Unabhängigkeit der Zentralbank und Unabhängigkeit zusammen mit dem Preisstabilitätsmandat sind eine Lösung für dieses Problem. Das sollte auch das Bundesverfassungsgericht trotz seiner Betonung der Notwendigkeit demokratischer Legitimation von öffentlichen Entscheidungen akzeptieren. Hier geht es um das Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Aber gerade weil das so ist, bin ich zutiefst beunruhigt, dass in den verschiedenen Verfahren in Karlsruhe das Thema Budgetwirkungen möglicher Verluste der Zentralbank auf ihre auf die Vermögenswerte, die sie ankauft, so eine zentrale Rolle spielt. Wenn ich da anfange, auf die Budgetwirkungen zu gucken, wird ein Jahr später die Regierung und das Parlament sagen, okay, und wir wollen eine Geldpolitik zur Finanzierung des Staates haben. Davon abgesehen, aber das will ich jetzt überspringen, die Verlustproblematik ist insofern etwas akademisch, als zum einen Verlustrisiken nie zu vermeiden sind. Wenn ich mir angucke, was die Bundesbank in der Vergangenheit an Verlusten auf ihre Devisenreserven ausgewiesen hat, das war auch nicht von Pappe. Und zum anderen, die Verluste sind immer kleiner, beziehungsweise nie größer, als der anfängliche Vermögensgewinn der Geldschöpfung. Jeder Geldfälscher weiß das. Wenn er Blüten druckt und Aktien kauft und hinterher macht er einen Kursverlust auf die Aktien und die Ausgangsposition kommt dann nicht runter. Aber der zentrale Punkt, der mich viel mehr beunruhigt, ist, dass durch diese Diskussion die Grundlagen der institutionellen Struktur des Geldwesens, die wir haben, gefährdet werden. Ich komme zurück auf das Thema Schuld. Nunmehr beim Giralgeld, Einlagen der Banken. Der CEO von Wells Fargo, damals noch CEO, John Stumpf, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, hat in einer Diskussion zur Bankenregulierung gesagt, wir haben doch keine Schulden, wir haben Einlagen. Und Versionen dieser Formulierung habe ich in vielen Diskussionen um Eigenkapitalregulierung von Banken nach der Krise gesehen, auch neuerdings in Arbeiten der Bank of England. Unser Buch, Martin Hilsig, des Bankers Neue Kleider, wurde kritisiert, weil wir die Vorstellung haben, Banken finanzieren Kredite mit Einlagen. Das sei doch völlig falsch. Es sei doch so, dass Einlagen geschaffen werden, wenn Kredite vergeben werden. Das geht zurück auf Albert Hahn und Schumpeter und die Bank of England hat es jetzt voll ausgearbeitet. Das Absurde ist, bei der Zentralbank führt die Tradition der Bilanzierung der Geldausgabe dazu, dass man die Vermögensgewinne der Geldausgabe übersieht. Bei den Geschäftsbanken führt die Faszination mit der Vorstellung von Geldschöpfung durch private Banken dazu, dass man die Schuldenproblematik dieser Geldschöpfung ebenfalls übersieht. Zum einen wird von Seiten der Kritiker zwischen Finanzieren im Sinne eines Bestands und Finanzieren im Sinne einer Strömungsgröße nicht genau unterschieden. Es trifft natürlich zu,
dass, wenn der Kredit vergeben wird, der Schuldner zunächst mal einen Anspruch auf eine Einlage bekommt, einen Anspruch auf Auszahlung des Betrags. Das ist die einfache Bilanzverlängerung. Aber hinterher nutzt er das Geld fließt ab und die Geschäftsbank braucht ihre Reserven, um das zu bedienen und muss hinterher überlegen, wollen sie die Reserven wieder erhöhen, dann brauchen sie eine andere Finanzierung oder auch nicht. Das eigentliche Finanzierungsproblem der Geschäftsbank ist doch, dass man auf der Ebene der in der Bilanz aufgeführten Bestandsgrößen immer die notwendigen Passiva hat, um die Aktiva abzudecken. Und auf der Ebene der Bestandsgrößen macht es gar keinen Sinn, genau zu unterscheiden, was man mit was finanziert. Und wenn die Geschäftsbank diese Einlage verloren hat, ja, was macht sie dann? Ja, dann wird darauf verwiesen, dass das im Aggregat der Banken doch gilt. Die Einlagen wandern nur von Bank zu Bank und Banken mit überschüssigen Mitteln vergeben Geldmarktkredite an Banken mit Mittelabflüssen. Die Vision eines reibungslos funktionierenden Geldmarkts, sehr verführerisch, trägt bei zur Unterschätzung von Liquiditätsrisiken und von Solvenzrisiken und hat mit zu den Fehlentwicklungen vor 2008 beigetragen. Bei der Bank of England liest man das wie folgt. Damit neu geschaffenes Geld, gemeint sind Einlagen, zerstört werden kann, muss es zu Haushalten und Unternehmen gehen, die ausstehende Kredite haben, die sie dann zurückzahlen. Einlagen verschwinden nur durch Zurückzahlung von Krediten. Wie ist das mit Barabhebungen? Ich denke an Griechenland 2015. Wie ist das mit Auslandsüberweisungen? Ich denke an Spanien 2012. Wie ist das mit Überweisungen an das Finanzministerium, das ja selbst auch Konten bei der Zentralbank hat? Ich denke an die Geldmarktfonds, die im September 2008 in amerikanische Treasuries gegangen sind. Drei Beispiele, die die Aussage dieser Theorie der Bank of England hier falsifizieren, mit erheblicher Bedeutung in den genannten Krisen. Wir haben das Problem natürlich auch bei der einzelnen Bank mit ihren Solvenzrisiken. Also Lehman Brothers kam in Schwierigkeiten noch bevor der allgemeine Kollaps kam. Aber der große Unterschied ist, die einzelne Geschäftsbank kann aufgrund des Schuldcharakters des von ihr ausgegebenen sogenannten Giralgelds in Schwierigkeiten kommen, in die die Zentralbank nicht kommen kann. Die Zentralbank kann das, was sie verpflichtet ist zu zahlen, immer selber produzieren. Und Insolvenz, eine Diskrepanz zwischen Eigenkapitalposition, eine negative Eigenkapitalposition, spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Das Nebeneinander dieser verschiedenen Diskussionen ist etwas absurd. Ich hatte in meinem Titel auch noch Vollgeld. Ich glaube, ich überspringe das mit Ausnahme der Bemerkung, wenn wir die sogenannte Geldschöpfung durch Geschäftsbanken aufheben. Das heißt halt, einen Punkt sollte ich doch noch bringen. Vermögenseffekte der Giralgeldschöpfung. Das ist ja somit der Neupunkt. Giralgeldschöpfung schafft Vermögen, denn es ist ja Geld. Das war die frühe Literatur, Gurley, Shaw und Patinkin. Ich halte Tobins Kritik. Diese Vermögenseffekte gibt es nur, wenn Wettbewerbshemmnisse und Regulierung bewirken, dass die Banken nicht voll hier die Margen auf den Wettbewerbspunkt reduzieren.
Und es ist paradox, dass diese Kritik die Vollgeld und die darauf basierenden Vollgeldvorschläge in einer Zeit wieder hochgekommen sind, wo gerade der Wettbewerb in diesem System extrem intensiv ist. Wenn man Anstoß an dieser Geldschöpfung, Giralgeldschöpfung nimmt, wer vergibt dann eigentlich Kredite? Liegt die Kreditvergabe beim Staat oder stellt man sich vor, wir haben einen kleinen Teil des Bankgeschäfts mitsamt den Zahlungssystemen und dem Zahlungsverkehr, der geht de facto zur Zentralbank und der Rest organisiert sich als Geldmarktfonds. Wenn letzteres, wie steht es mit der Rolle der Geldmarktfonds im Geldsystem, mit der Rolle der Geldmarktfonds im Hinblick auf die Too-Big-to-Fail-Problematik? Ich glaube, da ist allzu vieles nicht durchdacht und man muss, man sollte sich hüten, die Faszination der vier Buchstaben GELD allzu weit zu treiben. Die Komplexität des Systems ist meines Erachtens unausweichlich. Wir haben bei Friedman und Schwarz das Paradox, dass die Bedeutung des Giralgeldes für das Geldsystem sie zu der Politikempfehlung führt, neutrale Geldpolitik, wohlgemerkt nicht aktivistische Geldpolitik, heißt, die Zentralbank muss aktivistisch das Zentralbankgeld managen, um Zusammenbrüche der Giralgeldschöpfung zu kompensieren. Diese Merkwürdigkeit, wohlgemerkt vom hohen Priester der freien Marktwirtschaft, des Laissez-faire, diese Merkwürdigkeit, geldpolitische Neutralität erfordert Interventionismus, um Fluktuationen, Probleme im Finanzsektor zu kompensieren. Das macht Geldpolitik schwierig und diese Schwierigkeit hat die Kontroversen der letzten Jahre geprägt. Aber wir sollten meines Erachtens diese Kontroversen weniger aus der Perspektive der betriebswirtschaftlichen Einordnung der Aktivitäten der Zentralbank führen, als vielmehr aus der Perspektive, was bedeuten sie volkswirtschaftlich für das Geldsystem. Und hier nun noch eine Ergänzung zu meinem Eingangspunkt über die Dinge, über die ich nicht reden wollte. Ich halte die Nullzinspolitik vor allem deshalb, auch deshalb für problematisch, auch die Kritik, die Politik, Banken, die nach wie vor noch von den Folgen der Krisen, der verschiedenen Krisen betroffen sind, zu einer forcierten Kreditvergabe zu gewinnen. Die halte ich deshalb für problematisch, weil ein marodes Banksystem für die Geldpolitik der Zukunft, für die zukünftige Entwicklung der Geldpolitik wiederum Risiken mit sich bringt. Wenn die Zinsen steigen sollen, zum Beispiel, weil die Inflation es erfordert, dass man hier restriktiver ist, man aber befürchten muss, dass Wertverluste auf Aktiva im Finanzsektor das Finanzsystem in Schwierigkeiten bringen, ja, wie geht man damit um? Es wäre schön, wenn das Finanzsystem stabil wäre, aber durch die Priorisierung auf jeden Fall erst die Makroökonomie mit Kreditvergabe, mit angeheizter Kreditvergabe in Gang setzen, hat man nach wie vor ein marodes Finanzsystem. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Schnelle Frage? Nein, einige Fragen habe ich. Nicht schnelle. Bilanzierung neuen Geldes als Verbindlichkeit, nicht als Schuld, kann nicht zu einem Verlust einer Notenbank führen.
Soweit habe ich Sie richtig verstanden. Warum führen wir dann so intensive Diskussionen um die Tage-2-Salden? Das ist nochmal ein anderes Thema. Klar. Meine eigene Position zu Tage 2 ist, die Diskussion ist völlig überzogen. Danke. Wenn die Max-Planck-Gesellschaft aus München mir meine Rente bezahlt, geht das von der Filiale der Deutschen Bank in München an die Filiale der Deutschen Bank in Bonn. Das hat Einfluss auf die Targetsalden der Münchner Filiale gegenüber der Zentrale in Frankfurt und die Targetsalden der Bonner Filiale gegenüber der Zentrale in Frankfurt. Ja. Beides ist wirtschaftlich nur insofern erheblich, als die vorhandenen Rechtsgrundlagen im Verhältnis zwischen der Zentrale und den beiden Filialen daraus Konsequenzen ziehen. Die einzige Konsequenz für den Targetsalden, die mir bewusst wäre, wäre für die Gewinnaufteilung des Eurosystems. Klar, wo es am Schluss dann die Leidtragenden sind, die Finanzminister. Ja. In jeder Form. Zweitens, ist die Geldmengensteuerung unter den Voraussetzungen, wie wir sie heute mit Aufkommen digitalen Geldes etc. noch zeitgemäß? Ist ein Inflationsziel der EZB von 2% noch zeitgemäß? Einen klugen Volkswirt darf man sowas mal fragen. Also ich glaube nie, also zum einen, was Sie haben jetzt zwei Fragen gestellt. Das eine ist Digitalisierung, das andere die 2%. Was die Digitalisierung angeht, gibt es die alte Regel noch aus den 70er Jahren, als die Unterschätzung des technischen Fortschritts eine im Endeffekt allzu expansive Geldpolitik bei den Amerikanern bewirkt hat, beziehungsweise dazu beigetragen hat. Also M1 war hinterher eben nicht mehr das, was vorher war. Ja. In so einer Situation ist es vielleicht besser, sich an Preissignalen zu orientieren, beziehungsweise Zinsen als Zwischenziele zu nehmen, statt irgendwelche Aggregate. Ich glaube, der Grundgedanke ist nach wie vor gültig, auch in einer Welt der Digitalisierung. Wobei ich sowieso gegen mechanische Regeln bin. Das zweite 2% ich habe keine Ahnung und glaube auch nicht, dass irgendjemand wirklich wissenschaftlich etwas über die 2% sagen kann. Es gibt die Aussage, eigentlich bräuchten wir 4%, denn wenn der Gleichgewichtsrealzins negativ ist und deutlich negativ ist, wie das zum Beispiel von Weizsäcker suggeriert, dann, der hat nicht die 4% vorgeschlagen, dann ist ein bisschen Inflation ein gutes Mittel, um das zu erreichen. Wie überzeugend man das finden soll. Aber Sie sehen, es gibt viel zu diskutieren. Ja, und was bei dem, was wir jetzt beobachten, warum wir keine Inflation hinkriegen, nicht mal die 2% hinkriegen. Das ist, gehört ja zu den großen und überraschenden Fragen für die heutige Makroökonomie. Genau. In diesem Sinne ja. Bedanke ich mich bei Ihnen. Bitte schön.